Kennst du das auch? Du hast Rückenprobleme, du hast Kopfschmerzen, du musst andauernd eingerenkt werden, deine komplette Beinmuskulatur ist verkürzt, du musst andauernd neue Einlagen dir holen, hast große Haltungsprobleme und. Für all diese Probleme gibt es eine relativ einfache Antwort. Deswegen bleib dran und die Antwort wird dich überraschen. Erst einmal willkommen zu diesem besonderen Video, denn dieses Video ist mittlerweile eine Art Herzensangelegenheit für mich, obwohl ich niemals gedacht hätte, dass dieses Thema wirklich innerhalb von so kurzer Zeit oder generell eine Herzensangelegenheit für mich werden könnte. Doch sie ist es geworden und das, obwohl dieses Thema so weit weg ist von dem Herzen, wie es nur möglich ist. Denn es geht um Füße bzw. um Schuhe. Ja, ihr habt richtig gehört, um das ganz sexy Thema Schuhe und Füße. Doch erstmal vorweg, worum soll es jetzt genau gehen? Es geht um Barfußschuhe und deren Vorteile und warum ich sie dir wirklich wärmstens ans Herz legen kann. Und wie du anfangen kannst, Barfußschuhträger zu werden, beziehungsweise halt ohne Probleme dies erlernen kannst. Denn es ist halt nicht ganz so einfach. Es hat ja einen Grund, warum wir keine Barfußschuhe tragen. Wie bin ich denn jetzt selber zu dem Thema Barfußschuh gekommen? Ja, im Endeffekt relativ einfach und wie es halt so oft passiert, über einen Freund. Nämlich ein guter Freund von mir, der hat halt oder trägt halt immer Barfußschuhe. Und weil immer mehr Bekannte bzw. ich immer mehr Eindrücke von Barfußschuhträgern bekommen habe, dachte ich mir irgendwann so, vielleicht ist da ja doch irgendwas dran und vielleicht kennst du es auch selber, dass du, wenn du ganz, ganz lange an einem Tag nicht Barfußschuhe, sondern normale Schuhe trägst, dass du dann dieses Gefühl, wenn du dann abends die Schuhe aussiehst, dieses oh, und wie gut sich es dann auf einmal anfühlt, wenn der Fuß frei ist vom Schuh. Und das war halt auch so ein Punkt, wo ich mir dachte so, vielleicht ist da ja was dran. Plus, dass ich mir halt dann auch noch so ein, zwei Videos, so ähnlich wie du, wenn du dir jetzt vielleicht dieses Video von mir anschaust, war ich halt auch damals vor YouTube gesessen und hatte mir andere Videos angeschaut. Und da habe ich mir so, ja, vielleicht ist da doch was dran. Und ich habe dann halt einfach angefangen, mir auf Amazon so ein richtig, richtig günstiges Paar Barfußschuhe zu holen für 40 Euro, wo ich halt auch noch die Einlage rausnehmen konnte, dass das dass die Sohle quasi noch dünner geworden ist. Und somit habe ich einfach da testweise angefangen zu gucken, okay, ist das das Richtige für mich? Klappt das nicht? Und ich habe relativ schnell gemerkt, wo ich das alle paar Tage mal den Schuh getragen habe, dass das mir richtig, richtig gefällt und dass es mir auch einfach gut tut. Denn du achtest halt einfach viel mehr drauf, wenn auf einmal du eine ganz, ganz dünne Sohle hast. Also wirklich nur so ein paar Millimeter und nicht so zentimeterweise dicken Stoff dazwischen hast. Wie du läufst, worauf du trittst. Du trittst halt nicht mehr volle Kanne auf jedem Stein drauf. Plus, dass du halt nach einer Zeit eine Umstellung des Laufstils automatisch hast. Weil du kannst halt nicht mehr sonst quasi mit der Ferse hinten drauf auf den Boden hämmern, weil es tut halt einfach weh. Stattdessen fängst du halt an, quasi von vorne oder halt mit dem Mittelfuß auf den Boden aufzutreten. Das ist viel angenehmer, beziehungsweise es ist halt nach einer Zeit der einzige Weg, wie du halt wirklich noch laufen kannst. Plus, dass es auch einfach dann nochmal der andere Punkt halt einfach ist, dass wenn du jetzt zum Beispiel irgendeinen Stein, also einen größeren Stein hast, dass wenn du so oft trittst, dann kannst du diesen merken, beziehungsweise kannst du halt wieder hochgehen. Wenn du allerdings so läufst und jetzt hier einen Stein hast, dann trittst du halt voll drauf und es ist nahezu unmöglich, wieder quasi dich und dein Körpergewicht hochzunehmen. Heißt, du fängst halt automatisch an, den Laufstil umzustellen. Was heißt das aber wiederum? Naja, es heißt, dass du ganz andere Muskelpartien auf einmal dann benutzt, wenn du halt deinen Körper anders bewegst, was dann vorrangig die Waden sind. Das heißt, ich hatte die ersten Tage und Wochen relativ starken Muskelkater in den Waden, beziehungsweise war dies halt einfach ungewohnt. Obwohl ich halt wirklich ein guter Läufer bin, hatte ich da Muskelkater, was mich selber total überrascht hat. Der ging natürlich weg und wenn du das halt ganz entspannt machst, also über Wochen oder so dich halt langsam daran tastest, dann ist das ohne Probleme wirklich möglich,
da halt auch ohne große Muskelkater, ohne Beschwerden daran zu gehen und dich halt dann langsam ranzutasten. Das kann ich dir halt auch wirklich empfehlen, dass du es so machst. Und ja, nachdem ich halt dann wirklich quasi mit meinen ersten Billigpaar Schuhen gemerkt habe, okay, das gefällt mir und das ist was für mich, habe ich dann halt angefangen, mir jetzt die ersten richtigen Schuhe zu holen. Und ich persönlich habe jetzt mit einer Barfuß-Sandale habe ich angefangen. Das ist nämlich ein richtig cooles Ding für den Sommer oder halt dann für den Urlaub. Das ist im Endeffekt einfach nur ein ganz, ganz dünnes Stück Leder. Ihr könnt es einmal hier sehen. Also hier ist quasi der Lederpart und dann hier der Sohlenteil. Das Besondere halt bei allen Barfußsachen ist, dass sie halt unglaublich flexibel sind. Und hier hast du im Endeffekt halt quasi eine Art Schnürung, so wie die Römer quasi früher oder die alten Griechen Schuhe getragen haben. Und so kannst du das dann quasi halt um deinen Fuß drumherum binden, wie so eine Art Flipflop zum selber machen. Damit habe ich dann danach angefangen, was ich auch extrem angenehm fand, weil es halt nochmal dünner ist und halt für den Sommer wirklich eine ganz, ganz tolle Sache ist. Und ja, halt auch irgendwie, wenn man es drauf hat, kann das halt richtig hip und cool aussehen. War es halt bei mir natürlich nicht. Und weil ich ja Läufer bin, habe ich dann als nächstes mir von Vivo Barefoot, die halt auch extrem beliebt sind, einen Laufschuh geholt, beziehungsweise ich habe mir extra einen Trailrunner geholt. Der hat nämlich hier, könnt ihr sehen, quasi sind die ganzen Nupsis nochmal so ein bisschen erhöht. Und weil ich halt einfach nicht wusste, weil ich ja auf Reisen bin, beziehungsweise ja Deutschland verlassen habe, war ich mir halt nicht sicher, okay, für welchen Untergrund brauche ich was. Deswegen habe ich mir quasi halt diesen Kompromiss hier geholt. Denn durch diese Nupsis ist der Barfußschuh nochmal 3 mm dicker. Also quasi die Nupsis sind hier 3 mm und die Sohle halt auch nochmal 3 mm. Dadurch ist der Schuh halt relativ hoch, weil normalerweise sollte der halt eher nur diese 3 mm Sohle haben, wenn man dran gewöhnt ist, halt solche Schuhe zu tragen. Und ja, damit bin ich dann halt jetzt regelmäßig auch laufen gegangen. Und es ist der Wahnsinn, es ist der absolute Wahnsinn. Ich bin mit diesem Schuh jetzt schon 2 Marathons gelaufen, zwei Halbmarathons und es ging super, super gut. Den ersten Halbmarathon bin ich nämlich mit dem zweiten Mal tragen, mit diesen Schuhen bin ich den gelaufen, aus dem Stand raus und es ging super, super gut. Es ist total geil. Und das war einfach so für mich der Point Even, wo ich sagte so, scheiße, ich konnte mit den Schuhen, ohne dass ich sie einlaufen musste, weil hier gibt es nichts zum Einlaufen, konnte ich direkt einen Halbmarathon laufen, ohne Probleme, nur mit einem paar Minuten war ich langsamer als bei meinem letzten Halbmarathon. Also hammermäßig. Und das war für mich einfach so dieser Point Even, wo ich sagte so, pff, scheiß drauf. Und ja, was jetzt hier bei diesem Schuh sehr, sehr gut ersichtlich ist, dass der Teil, der Vorderfußteil, dass dieser wirklich extrem breit ist. Und das ist halt auch einfach so der nächste wichtige Punkt bei Barfußschuhen. Nicht nur, dass sie flexibel sind und dass sie, wie hier bei der Sandale zu sehen ist, unglaublich dünn sind und nah am Boden dran sind. Nee, der andere wichtige Teil ist auch einfach der, dass quasi euer Vorderfuß Platz hat und sich ausbreiten kann. Denn in normalen Schuhen ist es ja so, dass es halt relativ zusammengedrückt ist, beziehungsweise dass halt euren Fuß im Endeffekt so zusammendrückt. Und genau deswegen kommt dann ja auch dieses Gefühl, wovon ich gesprochen habe, wenn ihr abends aus dem Schuh rausgeht, dann euer Fuß, der quasi die ganze Zeit so zusammengequetscht war, dann sich wieder ausbreiten kann, so. Und genau das ist ein spannender Punkt. Jetzt nach Monaten, wo ich unterschiedlichste Barfußschuhe getragen habe, ist mein Fuß breiter geworden oder normaler geworden. Und ich habe das nämlich gemerkt, als ich ein anderes Paar Barfußschuhe gekauft habe. Da stand nämlich auf der Webseite, fallen normal aus. Alles klar, habe ich die in 43 gekauft. Was war das Ende vom Lied? Haben mir nicht gepasst. Musste sie in 44 holen, weil mein Fuß breiter geworden ist oder halt nicht mehr so zusammengequetscht ist. Ihr kennt es vielleicht sonst von diesen japanischen
von dieser alten japanischen Tradition, wo die Füße zusammengebunden wurden, da haben die sich dann halt auch irgendwann so klumpenmäßig verhalten, weil der Körper sich halt anpasst, sehr, sehr flexibel, unser Körper. Er macht aber halt auch dadurch sehr, sehr viel Scheiße mit. Und das ist halt ein Paar, der extrem kacke ist für uns, weil natürlich verändert sich dann auch unsere Fußhaltung dadurch, die Art, wie wir auftreten, wie wir auf unsere Umgebung achten, was ist gut für uns, was ist nicht gut für uns. Und natürlich zieht sich dann diese Haltung einmal komplett durch den ganzen Körper bis nach oben, quasi bis zu unserem Kopf durch, wo wir dann halt dadurch Kopfschmerzen kriegen können oder halt auch nicht. Und wir nehmen unserem Körper im Endeffekt einen Weg, einen Part der natürlichen Federung. Weil wenn wir so auftreten, haben wir quasi hier nochmal eine weitere Federung, die, wenn wir so auf den Boden hämmern, uns nehmen. Das ist ja auch der Grund, warum wir da eine Dämpfung brauchen. Ist doch komplett behämmert. Ich meine, wir versuchen mit diesen Schuhen, die jetzt halt ja eine Dämpfung und den ganzen Kram drin haben, den natürlichen Prozess der Evolution zu verbessern. So, okay, wie viele Millionen Jahre hat die Natur uns optimiert? Und wir glauben jetzt, dass, weil hier richtige Dämpfung, wie wir es jetzt haben, ist ja relativ neu. Im Endeffekt hat Nike ja damit angefangen. Heißt, wir haben ein paar Jahrzehnte, in denen wir halt versuchen, die Natur zu schlagen. Was für ein Scheiß. Das kann niemals funktionieren. Das kann niemals funktionieren. Und ja, deswegen fangt auf jeden Fall an, Barfußschuhe euch zu holen, es auszuprobieren. Wenn ihr irgendwelche von den Beschwerden habt, von denen ich am Anfang drüber gesprochen habe, die könnt ihr all damit loswerden. Plus, dass der nächste große Vorteil ist, ihr könnt diesen Schuh, es gibt davon auch wirklich wunderschöne Modelle von Groundies, die haben extrem schöne Schuhe, und auch von Vivo Barefoot haben die ganz, ganz tolle Schuhe, packe ich auch noch die Links rein. Und ganz, ganz tolle Schuhe, die halt auch alltagstauglicher aussehen. Aber hey, wollt ihr eure Gesundheit komplett aufs Spiel setzen, dafür, dass ihr halt oft schöne Schuhe anhabt? Vor allem jetzt so als Mann, als Frau, so, kann ich es noch verstehen. Aber ihr werdet nach einer Zeit nicht mehr normale Schuhe tragen können. Das ist nämlich der nächste Punkt. Das ist nicht mehr möglich, dass ihr das machen könnt, weil euer Fuß sich daran gewöhnt hat, wieder normal zu laufen. Und dann wird er Schmerzen haben, wenn er halt dann wieder in diese Schuhe reinkommt, die euren Fuß zusammendrücken. Und ja, heißt, nach einer Weile wird euer Leben wieder natürlicher sein. Und darum geht es, sollte es doch gehen, dass ihr auf euch achtet. Und ich meine, ihr gebt garantiert richtig viel Geld aus für ökologische Kleidung oder Essen vom Biomarkt oder esst kein Schwein oder kein Fleisch. Und ja, achtet auf so viele Dinge. Aber hierauf, da habt ihr noch nie drüber nachgedacht oder geachtet. Fangt damit mal an, quasi die Basis zu schaffen und dann nach oben hin das aufzubauen. Ich kann es wirklich empfehlen. Und der andere tolle Vorteil ist auch einfach, wenn ihr viel Barfußschuh oder Sandale gelaufen seid, fällt es euch auf einmal viel einfacher, auch normal barfuß zu laufen. Also einfach nur barfuß zu laufen. Und diese ganzen kleinen und größeren Steinchen, die tun dann gar nicht mehr so weh. Und es ist viel angenehmer, quasi mal natürlich zu laufen und diese Erdung wiederherzustellen, die uns ja total verloren geht. Und auch das tut unglaublich gut, da quasi näher an der Erde dran zu sein und halt, ja, das mehr in unser Leben zu etablieren. Kann ich unglaublich empfehlen. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt, was ich empfehlen kann oder wenn ich was vergessen habe, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich mache dann noch ein Video zu, wenn ihr eins möchtet. Und ich kann es, wie gesagt, sehr empfehlen. Es ist eins der Sachen, die mich am meisten dieses Jahr überrascht haben, aber mir wirklich unglaublich gut tun, und es ist grandios. Macht mit und tut euch und eurem Körper etwas Gutes. Ich danke euch fürs Zusehen. Adios.